Passend zum Schulanfang zeigen wir euch in diesem Video, wie man aus zwei Geldscheinen eine hübsche Schultüte falten kann. Wir brauchen dafür am besten zwei Geldscheine in unterschiedlichen Farben, es funktioniert aber auch mit zwei gleichen Farben. Außerdem eine Schere, Klebeband und etwas Schleifenband. Wir beginnen mit dem Schein, der am Ende den unteren Teil der Schultüte darstellen soll. Damit wir von unserem 20-Euro-Schein diesen silbernen Streifen nachher oben als Bordüre haben, drehen wir den Schein nun einmal auf die Rückseite mit den Zahlen verkehrt herum vor uns hin. Nun denken wir uns eine Linie von unten links nach oben rechts und falten den Schein sozusagen daran einmal diagonal. Die Grundform steht damit. Im nächsten Schritt werden wir nun die überstehenden Teile wegknicken. Dazu falten wir diesen Teil genau an dieser Kante entlang. Wir drehen das Ganze um und knicken diesen überstehenden Teil ebenfalls an der Kante entlang. Wenn man möchte, kann man diesen Teil hier auch mit Klebeband befestigen, sodass er nicht absteht. Als nächstes nehmen wir uns den zweiten Schein. Dieses Mal ist es egal, welche Seite oben liegt. Wir falten mit diesem Schein über die lange Seite eine kleine Ziehharmonika. Umso schmaler ihr die Streifen faltet, umso fein gefächerter ist der Schein am Ende. Nun falten wir den Schein in der Mitte zusammen und fixieren das untere Ende mit etwas Klebeband. Nun den Fächer noch etwas auseinanderziehen. Mit etwas Geschenkband oder Bindfaden machen wir zum Abschluss noch eine kleine Schleife über den Teil mit dem Klebeband. Zusammen mit dem ersten gefalteten Schein ergibt das nun eine kleine hübsche Schultüte, die man am besten irgendwo aufklebt, damit sie nicht auseinanderrutscht. Eine kleine Idee, wie man das Ganze schön verschenken kann, seht ihr hier. Falls euch die Anleitung gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und einen Besuch auf unserer Webseite, auf der ihr noch viele weitere Geschenkideen findet.